Wieder mal auf Abenteuertour? Hier bin ich. Wie versprochen. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Auf der Suche nach Abenteuern im verbotenen Wald, wie es sich für Gryffindors gehört. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise einfällt. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Ich muss einfach weitermachen. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jackdaw überraschend verlässlich. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Da, genau wie Jackdaw es beschrieben hat. Ich sage ja
Horizont. Revelio. Intramuros. Hier draußen wird euch niemand hören. Ranrock wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Du! Ich werde deinen Tod rächen. Diese Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jackdaw mich geführt hat. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Diese Runen müssen etwas mit dem Öffnen dieser Tür zu tun haben. Revelio. Beeindruckend. Dorthin muss das alles führen. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Noch ein Rätsel. Nun, wenn Jackdaw es lösen konnte, kann ich das auch.
Gut, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist. Rebellion. Rebellion. Unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Noch ein Rätsel. Wenn Jack Toys lösen konnte, kann ich das auch. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Die fasse ich nicht an. Igitt. Verteidigen! Du!
Wenn ich diese Plattform herbeirufen könnte, könnte ich sie betreten. Akio! Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Ach hier. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Akio. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich.
Akio! Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spinnen? Wie kann Richard Jackdaw nicht enthauptet haben? Idioto! Potato! Stufe! Monster. Seit Jackdaw hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt.
Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Revelio. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Ich muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. Und an die Seiten. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Danke, dass du all die Jahre diese Seiten gehütet hast. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Protego! Ignoso! Ins Zentrum. Expelliarmus sollte euch entwaffnen. Potenzo! Stufo! Unheimlich. Was war denn das? Schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Wo bin ich? Oh nein, der Raum wird ja geflutet. Werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich herausgefunden habe. Wo bin ich hier?
Kann das sein? Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfing. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von ihm. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Na gut, ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Revelio.
Ich habe die Seiten und die Kartenkammer gefunden. Was soll ich mit dem Buch? Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ich bin wieder in Hogwarts? Wann Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studie nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt.